Wir starten das einmal. Vielleicht wird der uns zwei jetzt ausdenkt, vielleicht nutzt ihn das was. Und zwar ist eigentlich das Verrückte, gerade jetzt in der Arithmetik, wo ich immer wieder darauf hinweise, dass der Falle liegt in der Infinitesimalrechnung. Das ist eine Grundlage, die haben wir wieder positiv, das ist immer wieder Kindergartenarithmetik. Wir sagen beim ersten Mal Plus und Minus. Plus ist verbinden, Minus ist teilen. Das kommen wir jetzt auf eine Stufe höher, ich bleibe mal beim Plus. Das habe ich so oft erzählt, simpel Kindergartenwissen. Plus wird zu einer Multiplikation, die Addition wird zu einer Multiplikation, was eigentlich nur eine höhere Form ist von Addieren. Ob ich jetzt 3 mal 3 sage, und ich sage 3, wenn ich das hochaddieren tue, kann ich das als Plusfunktion auch machen. Oder ich gehe dann nochmal in die Potenz, das ist noch eine Stufe drüber. Ich kann ja hinschreiben 3 plus 3 plus 3, da wirkt es noch nicht so. Wenn ich jetzt sage, aber 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, muss ich 5 Dreien hinschreiben, dann ist doch logischer, dass ich dann gleich schreibe hier 3 mal 5, also 5 mal 3. Genau. Wenn ich jetzt das 1223 mal mache, müsste ich 1223 mal die 3 hinschreiben im Plus, dann mache ich eben das einmal mal 3, dreimal das. Mal 3. Das Da heißt, wir muss haben man eine ja auch höhere immer Form gucken, und wo wenn wir man. das jetzt hier in die Potenz heben, haben wir es noch eine Stufe höher. Und bei dem Teilen ist dasselbe, da ist die höhere Form dann die Division und dann geht es noch einen Schritt und das ist jetzt immer im dritten Schritt das Wurzelziehen. Und in dem Wurzelziehen haben wir jetzt schon die zwei Seiten. Das ist so elementar wichtig, aber worauf ich jetzt drauf reingehe, ist die Infinitesimalrechnung, dass wir immer im Extrem, wenn wir uns das denken, ist es eine Division durch 0 oder eine Multiplikation mit 0 und die führt immer zu 0, zu nichts. Wenn wir uns jetzt hier das Wort Infinitesimal einmal anschauen, dann mache ich ganz kurz den Bildschirm. Schau, das ist jetzt finis, dieses Ende, ein mathematisch, und da haben wir schon mal wieder, du wirst schon sehr stutzig, wenn immer Mathematik da steht. Das ist einmal zuerst der gelernter Begriff. Und sobald du in dem klassischen Sinn, was du gelernt hast, wird immer einseitig ausgelegt. Darum spreche ich lieber von der Arithmetik. Ich habe in den ersten Büchern von den Offenbarungen benutze ich das Wort in Mathematik, ohne das zu erklären, weil das eben landläufig verstanden werden sollte, bis man es dann genauer anschaut. Okay? Das heißt praktisch ins unendlich Kleine gehend. Darum ist dieses in, haben wir ja immer, ich weise darauf hin, die Vorsilbe in im Lateinischen hat ja zwei Aspekte. Das ist einmal innen, das ist unser Gott, unser absoluter Mittelpunkt. Der ist ja das Innerste. Aber der ist ja nichts. Das ist praktisch dieses innere Ende ist eigentlich kein Ende mehr. Es ist unendlich. Du hast es ins unendlich Kleine gehend. Das ist das absolute Nichts. Das ist es Nihil. Das ist Geist. Das ist E Quadrat. Okay. Stetig, Relle, Variable und Größe an einen Grenzwert, der infinitesimal ist. Das ist immer der Grenzwert, ist schon das Problem, weil ich muss mir das Ende kann ich mir nicht vorstellen, genauso wenig wie ich mir Stille vorstellen kann. Wenn ich an Stille denke, ist im selben Augenblick Lärm da. Wenn ich an Gesundheit denke, ist Krankheit da. Das ist eben die Wurzel von allem, ist erst einmal der Gedankenwelle. Wo ich immer wieder eine Seite anschaue, sobald wir uns die zwei Seiten denken, müssen nochmal zwei Seiten da sein. Sobald ich mir vier Seiten denke, müssen nochmal vier Seiten da sein. Immer an unsere Projektion denken. Wir brauchen immer diapositiv und diapositiv. In dem vorhergehenden Selbstgespräch, wenn ich sage, wenn ich hier schwarz-weiß aufeinander lege, ist jetzt das, wenn ich das verbinde, ist es nur schwarz oder nur weiß? Das schöne Bild, wo hier Volker gemacht hat mit der Ritter, mit dem Diapositiv und mit dem Dianegativ. Ich kann jetzt auch wieder, ich bleibe selbst bei der Überlegung, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben ein Diapositiv und ein Dianegativ und wir sagen jetzt schlichtweg einmal einfach, wir denken uns diese eine Seite, egal ob es das Positiv oder das Negativ ist, denken wir uns jetzt ein Blatt Papier, wo der Unterschied ist, machen wir nur schwarz-weiß, wo die schwarzen Stellen sind schwarze Farbe, die noch nicht trocken ist. Wir wissen, was beim Diapositiv schwarz ist, ist beim Dianegativ weiß und umgekehrt. Und wir legen jetzt die aufeinander. Dann werden ja die weißen Stellen von der einen Seite, von der schwarzen Seite auch schwarz gemacht. Und dann ist es nur schwarz. Wir können das aber wieder spiegeln, dass wir sagen, es ist schwarzes Papier, wo eine weiße Farbe aufgetragen ist. Und dann werden die schwarzen Stellen weiß gemacht.
Und unser Denken, die Frage jetzt, was ist jetzt richtig, ist ja totaler Blödsinn. Ich muss das Prinzip verstehen. Ja. Dasselbe geht jetzt mit Komplementärfarben, mit Farben, mit additiver bzw. subtraktiver Farbmischung. Da haben wir nämlich auch wieder zwei Seiten. Denke ich an eine additive Farbmischung oder eine subtraktive Farbmischung? Wenn ich sie additiv mache, werden die Farben, unser klassisches Triplet, werden weiß. Wenn ich sie subtraktiv mischen tue, werden die Farben schwarz. Okay. Wenn sie sich addieren, die Werte. Rede ich jetzt von reinen Pixelfarbarrangement oder von Helligkeitswerten? Aber das wäre jetzt alles, die Physik erklärt das alles, bleibt aber immer einseitig. Worauf ich jetzt aber hinaus will, und das habe ich zigfach erklärt, das ist eigentlich alles Wissen, das du in der Schule lernst. Ich sage jetzt normales Abiturwissen, wenn man ein bisschen, es ist aber nicht einmal Abitur, jetzt wäre schon wieder, jetzt stelle ich mir schon wieder die Frage, auf welch, was lernst du eigentlich in der Schule da oder da? Wir konstruieren schon wieder eine Kiste, wo wir uns was reindenken. Ich mache das einmal einfacher. Da ja alles, was du denkst, hier und jetzt ist, das ist hundertprozentig sicher. Und alle Punkte, die du dir ausdenkst, die du um dich herum verstreust, sind illusionäre Punkte. Es bleibt deine Information. Es ist eine Form in dir, die Vorsilbe in, die eigentlich keine Form ist. Weil du nämlich ein Individuum bist. Das heißt, Individuum ist das Teilbare und das Individuum wird nochmal nur wieder einseitig ausgelegt, übersetzt mit das Unteilbare. Das aber in sich selbst geteilt ist. Weil nämlich das Geteiltsein und das Nicht-Geteiltsein auch schon wieder ein Widerspruch ist, eine Welle darstellt, wie plus 5, minus 5. Alles, was sich widerspricht, ergibt auf einer höheren Ebene in der Synthese, jetzt hast du mal nichts, aber eine höhere Qualität von nichts. In der Qualität haben wir wieder unser Qua, unser Quä. Und das sind im Lateinischen, wo ich immer wieder sage, wo das Vorhergehende immer ein Bestehendes mit einem angeblich Vorhergehenden verbunden wird. Bin ich zigfach darauf eingegangen, aber jetzt machen wir mal wirklich was Neues, was eigentlich nicht neu ist, weil ich dir jetzt nichts erzählen könnte, was ich nicht jetzt normal gesprochen in den ganzen zigtausenden von Zeiten und die letzten 25 Jahre Selbstgespräche in Einzelfacetten, in Fragmenten erklärt hätte. Dass also hier du deine Vorstellungswelt, ist das doch mal mit den natürlichen Zahlen. Wenn wir jetzt Maßstäbe messen, können wir jetzt sagen, wir haben hier einen Meter, da kann man dann Zentimeter oder Kilometer draus machen, wir verändern den Maßstab. Das heißt, du stellst dir jetzt eine Strecke vor und wie du die definierst, ob das ein Meter ist oder Kilometer oder ein Lichtjahr ist, spielt keine Rolle. In deinem Kopf hat die Strecke keine Strecke, weil die sich in dem Zentrum befindet. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Jetzt kannst du wieder ganz alte Sachen zurückgehen, 20 Jahre, jetzt zurückgeblättert in dem Buch, wo der Udo sagt, denk an eine Erdkugel und jetzt denk an eine Sandkorn oder an einen Tischtennisball. Ist der reine Gedanke, selbst wenn du dir das jetzt bei geschlossenen Augen bildlich vorstellst, du denkst schlichtweg einfach an der Kugelform. Aber wenn du die Kugel, die du dir jetzt denkst, Erde nennst, dann denkst du die dir halt mit 40.000 Kilometer Umfang, weil du so programmiert bist und den Tischtennisball machst du halt oder das Sandkorn machst du kleiner. Wie groß machst du dann ein Atom? Da denkst du dir auch ein Kügelchen, wobei man dann natürlich weiß, dass das ja eigentlich gar keine Kugel ist, sondern da hast du zuerst einmal einen Kern, der in der Regel aus Protonen und Neutronen besteht und Elektronen drumherum kreisen. Und jetzt kommst du wieder, wenn wir jetzt Lash-Videos anschauen, jetzt kommst du in auswendig gelernte Vorstellungswelten, aus was besteht eigentlich das Atom? Und ich sage immer wieder, wenn du dir jetzt hier, da gibt es ein schönes Video vom Lash, ich rede jetzt raumzeitlich, das kannst du dir hersuchen. Das ist übrigens ein altes Beispiel, was ich viele, viele, viele Jahre vor dem Lash, könnte ich jetzt hier wieder sagen, schon Anfang der 80er Jahre bei mir im Laden erklärt habe, wenn ich erklärt habe, was ist Strom, was sind eigentlich Elektronen? Dass wenn du jetzt, und bei Lash ist ein Video, jetzt drin, da ist er, glaube ich, in irgendeinem großen Fußballstadion, und da wird es dann animiert, natürlich nur wieder Pixelbilder, wenn du dir das anschaust. Und ich habe früher jetzt gelernterweise gesagt, wenn du dir jetzt vorstellst, das Proton, denkst du dir so groß wie eine Erbse. Und es wird jetzt wieder interessant, wenn du das auf deine VR-Brille holst, wenn du wirklich einmal, ich sage, in München in der Allianz Arena stehst, von der Größenordnung her. Und dann wird hier imaginär über dem Fußballfeld, über den Anstoßpunkt in der Mitte, denkst du dir eine Erbse, das ist das Proton. Und jetzt am Rand von dem Fußballstadion, ganz außenrum, die Allianz Arena sieht das so aus, wie wenn wir das ein wenig kugelförmig uns denken, denkst du dir ein Sandkorn.
Das ist ein Elektron, das hat ungefähr laut Physik diesen Abstand zum Proton. Und dieses Sankon rauscht jetzt so schnell um diese Erbse herum, dass durch die Geschwindigkeit, du meinst, es ist eine Hülle. Okay. Aus was besteht jetzt eigentlich das Atom, wenn ich jetzt weiß, ich mache jetzt einmal Helium, siehst du ja eh nicht, weil es ein Gas ist, aber wir können jetzt da ein paar Elektronen mehr rauschen lassen. Das reißt nicht raus, wenn ich jetzt dann hier sage, wir gehen in Kohlenstoff oder ins Eisen mit 26 rein, dann sind halt 26 Sandkörner, die drumherum rauschen und die rauschen so schnell drumherum. Das ist wie wenn, du weißt ja, wenn man hier Licht schnell bewegt, dann wirkt es ja zu einer geschlossenen Fläche. Ja. Und dann hast du eigentlich in Bezug auf dieses Volumen, das hier eingegrenzt wird durch diese Elektronen in Bezug zu der kleinen Erbse, die da drin ist, oder wenn es dann ein paar Protonen sind, das spielt jetzt überhaupt keine Rolle, dass das eigentlich nichts ist. Dann ist aber die Materie, die du auffasst, die ja aus solchen Nichtsen besteht, größtenteils. Das ist jetzt unser Lesch hier im zweiten Dall von Ellingen. Wo er dann sagt, in einem Kubikmeter ist bloß ein so ein winzig kleines Teilchen. In einem Kubikmeter. Jetzt, wenn ich jetzt die 10 hoch minus bla 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 und ich sage, da wird nur nachgeäfft. Es wird alles nur, es sind Vorstellungswelten, die auf Wissen aufbauen, auf Schwamminhalt. Deine ganzen Regeln, alles sind Vorstellungswelten. Es bleiben aber, wenn du Geistes erlebst, sind deine Informationen. Und die Falle ist eben diese Infinitesimalrechnung, wenn wir jetzt Differentialgleichungen machen. Es ist ja immer wieder Integralrechnung oder Differentialgleichung, wäre jetzt die Stufe nochmal drüber. Ich habe gerade gesagt, plus Multiplikation potenzieren und dann kann ich noch das ganze Integralgleichung nennen oder im Minus wird es dann die Differentialrechnung. Und da ist ja diese Kleinigkeit, wenn man jetzt in die Geschichte reingeht, was ich jetzt nicht nochmal erzähle, dass das, wenn man es genau betrachtet, eigentlich nicht korrekt ist. Ich kann dir wissenschaftliche Bücher zeigen, wo hier ganz klipp und klar zeitgeschichtlich natürlich wieder wo nachgeplappert wird. Bei jeder, der dir erzählt, habe ich aus das Buch raus. Der erste Fall ist, dass du meinst, dass irgendein Mensch, den du jetzt in die Vergangenheit denkst, oder Bücher, die angeblich in der Vergangenheit geschrieben wurden, es ist hundertprozentig sicher, dass die hier und jetzt in deinem Kopf entstehen, weil du sie denkst, aufgrund von einem Wissen, das du in dir drin trägst und eben unbewusst das ganze Wissen jetzt in deinem Kopf erschaffst und dann gedanklich um dich herum in Raum und Zeit verstreust. Das ist hundertprozentig sicher, sofort bei jedem Gedanken, den du denkst, überprüfbar, wenn du Geist bist. Ich erkläre jetzt das, was du bist. Aber jetzt komme ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich habe schon wieder viel zu euch ausgeholt, dass hier ganz zahlreiche, die du nimmst, dass ich immer wieder das Beispiel nehme, dass alle ausgedachten Oberflächen sind eigentlich nichts oder unendlich groß. Das ist dieses fraktale Phänomen, dass hier, es gibt in deiner Welt kein Quadrat, das man mit natürlichen Zahlen aufbaut. Pass auf, wir machen mal ein ganz einfaches Spiel. Zuerst einmal nochmal, wir repetieren, dass ich sage jetzt rein, abstrakt, wissenschaftlich, arithmetisch gesehen, ist eine gedachte Linie, wäre ja unendlich dünn. Das ist ja schon der Punkt, den eindimensional nennen, sobald du dir den vorstellst, wird es zumindest ein Punkt dieser Fläche, die du dir denkst, wo man Gegenfläche einen Kontrast dazu braucht. Da sind wir oft drauf eingegangen. Dann soll ich, wenn wir den Punkt unendlich klein machen, wird die Fläche unendlich groß. Wenn du dir Kügelchen denkst, muss das Kügelchen wieder einen Hintergrund haben, den du dir jetzt natürlich dreidimensional denkst, das sind ja nur Gedanken. Aber das Kügelchen soll einen wirklich eindimensionalen, nicht-dimensionalen, nur-dimensionalen Punkt machen, wird das, wo das eingebettet ist, gespiegelt dazu unendlich groß. Das wird sein ausgedachter, unendlicher kleiner, das ist unser La, unsere vollkommene Explosion ins Unendliche. Dazu gehört die Implosion in diesen unendlich kleinen Punkt, der nichts ist. Aber das alles drumherum ist auch nichts. Das sind die zwei Nichts-Nichts. So, alles, was du dir jetzt dann denkst, ist letztendlich kann nicht aus natürlichen Zahlen bestehen. Wir denken uns jetzt einmal eine Linie, pass auf, klingt komplizierter, wie es geht, einfach den Gedankengang mit. Geh den Gedankengang. 4, 6, was war es denn nochmal? Natürliche Zahl kann. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bis unendlich. Keine Bruchzahlen, nur natürlich. Genauso ist es. Der Bruch, Bruchzahlen, Beruch sind schon im Geist. Richtig. Beziehungsweise blau gelesen, RUZ in den vier Weltgegenden. Jetzt werden sie ausgedacht.
Aber da wirst du jetzt feststellen, dass die vier Weltgegenden durch dieses Prinzip unendlich sich zersplittern. Und jetzt pass auf, es ist nämlich ja so, du kannst dir jetzt zwar ein Quadrat denken, das meinetwegen 10 auf 10 Zentimeter hat. Du kannst es auf deiner Farbbrille mit deinen Händen aufmalen, aufzeichnen. Wenn wir jetzt aber dann die Linie anschauen, dass du zuerst einmal, wenn du Linien machst, sind das schon mal keine Linien, nicht, sondern das sind schon Flächen, weil das breite Striche sind. Und wenn du genauer hinschaust, hast du immer fraktale Oberfläche. Was meine ich damit? Ich sage, jedes Quadrat ist definitiv in der Wirklichkeit, hat einen infinitesimalen Wert. Pass auf, wir denken uns jetzt einmal ein Quadrat, das denken wir uns 10 auf 10 Zentimeter. Okay? Das sind jetzt Werte, die du schlichtweg diskret angibst. Das wäre jetzt das gequantelte Licht. Tritt nur in ganzzahligen auf. Es ist die eine Seite, aber Licht haben wir ja auch einen Wellencharakter, was dann eigentlich diffus sich über die Unendlichkeit verstreut. Lass das einmal stehen, ich weiß, du kommst jetzt nicht mit, aber ich mache es einmal anders. Ich mache das einmal einfacher. Wenn wir uns jetzt einen Kreis denken, jetzt bitte geh genau den Gedankengang mit. Wir denken uns jetzt einen Kreis und der hat einen Radius 1. Wir können jetzt x-beliebige Zahlen, wir können einen Radius von 10 cm, egal welchen Radius dieser Kreis hat, muss dir klar sein, dass der Umfang des Kreises praktisch durch das Pi, das wir brauchen für die Kreisberechnung, ist eine infinitesimale Zahl. Das heißt, der Umfang des Kreises ist keine natürliche Zahl. Kann er nie sein. Wenn dir einer sagt, der Umfang des Kreises ist hier genau 30 cm, das ist extreme Ungenauigkeit. Weil da Pi in der Formel drin ist und wenn Pi drin ist, kommst du nie zu einem klaren Wert, zu einem diskreten Wert. Okay, wir haben jetzt diesen Kreis, den wir uns reindenken. Und wir denken uns jetzt, der Umfang dieses Kreises, denken wir uns den Umfang als einen wirklich idealen Strich, als einen unendlich dünnen Faden, der das abgrenzt. Okay? Ja. Jetzt nehmen wir vier Nadeln und tun diese vier Punkte in den Kreis rein und ziehen diesen Kreis zu einem Quadrat auf. Dann gibt es doch ein Quadrat. Ein Quadrat, das letztendlich umspannt ist von einem unendlich dünnen Faden. Das wären jetzt die gedachten Linien drumherum. Dann wirst du feststellen, dass das für jedes Quadrat gilt, dass die Seitenlänge in dem Fall niemals ermittelt werden kann. Genau. Weil das nie eine natürliche Zahl sein kann. Ja, okay. Weil die Linie... Weil der Umkreis bringt schon einen Wert, der Umkreis hat immer einen Komma, bla 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 bla, infinitesimal ohne Ende, dann kann die Seitenlänge muss auch infinitesimal sein. Das ist ja die Quadratur des Kreises, die du gerade beschreibst. Das ist die Quadratur des Kreises, wenn du magst, da gibt es auch viele, viele Sachen, auch mit Pi. Das sind übrigens Sachen, die hier von Denkern, die komplett von der offiziellen Naturwissenschaft unterschlagen werden, wo ich darauf eingehe, Gödel zum Beispiel, das Prinzip ist auch nicht begriffen. Dass also die Wissenschaft das jetzt rein wieder, die Wissenschaft, die wir uns ausdenken in den Physikbüchern, immer wegrationalisiert. Es sind so ganz einfache Prinzipien, dass du irgendwann nochmal dir klar machen musst und dazu brauchst du kein Wissen, sondern du musst Bewusstsein sein, dass du wirklich die Sätze, wo ich tausende Male wiederhole, akzeptiere endlich einmal, du Geist, dass alles, was du zu sehen, da steckt das Wort Ehe schon mit drin. Und ich weise immer wieder darauf hin, wenn du jetzt etymologisch das Wort Ehe in deinen Wörterbüchern verfolgst, landest du bei dem Wort Ewigkeit. Ehe kommt von Ewe. Steht in jedem Wörterbuch drin. Ich sage, ich benutze ja nur bestehendes Wissen, bloß dass ich das vollkommen benutze und nicht nur bloß das, was mir ins Konzept passt und alle anderen Puzzlestücke wegschmeiße. Jedes Glaubenssystem, das ist jetzt so, was ich nochmal anreiten kann, diese Gesetze IQBs, sind ja heute Morgen drin gestanden in unserem Chat. Wir können ja die Uni nochmal dranhängen an das Video, wenn man das Video reinstellen sollte. Jetzt ist schon mal schauen, wir machen jetzt schon wieder Zukunft. Mir ist das jedes Mal bewusst. Also vergiss, dass irgendjemand, der das Video jetzt anschaut in der Zukunft, das Video kannst du in der Zukunft nicht anschauen. Der Geist, der das erlebt, erlebt es immer jetzt. Was du dabei erlebst, hängt davon ab, wer du zu sein glaubst.
Das heißt, wer glaubst du jetzt zu sein? Jetzt denk mal an den, der jetzt vom Computer sitzt und sich das Video anschaut. Das ist jetzt auch infinitesimal, das kannst du mit unendlich vielen Charakteren austauschen. Du wirst natürlich hier ganz definitiv vielleicht unten jetzt bei YouTube in die Ecke schauen, wenn das ein YouTube-Video ist und sagst, ja, das haben wir erst so und so viele hundert angeschaut. Dann meinst du schon wieder, dass irgendwelche Gedanken von dir irgendwas sehen können. Genau, ja. Weißt du, der Weg in deine Freiheit, in deine geistige Freiheit beginnt, indem du irgendwann einmal diese hundertprozentig sicheren, einfachen Sätze begreifst. Und einer dieser Sätze ist zum Beispiel, du wirst niemals eine Existenz, einem existierenden Objekt, ich nenne es ganz einfach, einen Gedanken oder eine Information von dir erklären können, dass sie nur deshalb ist, weil du sie jetzt denkst und dass sie das tut, was du denkst, dass sie tut. Und jetzt sage ich wieder, pass auf, Schnipp, jetzt denkst du an deine zwei Hände und jetzt denkst du, du bist der, der du jetzt zu sein glaubst. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Ariane. Jetzt halt einmal deine zwei Hände vor dich hin. Jetzt mag sie auf und zu. Hast du das Bedürfnis, deinen Händen zu erklären, dass du derjenige bist, der sie jetzt erschaffen hat und das ihnen mehr oder weniger das aufzwingt, dass sie auf und zu gehen? Das ist ein ganz simples Beispiel. Es hebt alles, was du bisher an Weltvorstellungen gehabt hast, aus den Angeln. Wie wenn ich immer sage, du kannst in 2 Stunden kein Glas Wasser trinken. Was passiert, passiert jetzt und nur der erlebt es, der das erlebt. Und das ist Geist, das ist niemals was Existierendes. Es erlebt nicht das von dir ausgedachte Gehirn, wenn du an dein Gehirn denkst. Das ist genauso eine vergängliche Information wie alles andere. Dein eigener Körper, mit dem du dich verwechselst. Ein einfacher Satz, die Hülle für dich Geist beginnt in dem Moment, wo du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst, mit einem sterblichen Säugetier und du versuchst dich am Leben zu erhalten. Du versuchst dich gesund zu erhalten. Du versuchst dich reich oder glücklich zu machen. Das sind alles vorgestellte Sachen, die immer noch ein Gegenteil benötigen. Weil jeder Gedanke, jeder Wellenberg, HR auf Hebräisch, jede wahrgenommene Berechnung, die in dir auftaucht, erzeugt ein Tal. Das ist das einfache Prinzip. Und wenn du jetzt den Geist nicht hast, es zu akzeptieren, darum betone ich mit einer Strenge, ich garantiere dir, dir, meine ich jetzt das DIR, den Geistesfunk, mit dem ich jetzt spreche. Immer. Und immer noch, ich wiederhole nochmal, wenn wir jetzt Dalit Yodresh reingeben in ein Wörterbuch, das heißt Wohnungsinhaber und Mieter. Bist du der Wohnungsinhaber, bist du der Besitzer der Traumwelt oder bist du bloß eine Vorübergehende, der in dieser Traumwelt wohnt? Dann wirst du wieder zu dem Tier. Und die R ist die Generation. Also du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du irgendwann einmal dieses Deutsch, dieses einfache Deutsch verstehst. Und wenn du jetzt über dieses Thema mit, ich sage, als gedachte Person mit anderen gedachten, ausgedachten Personen, wenn du darüber sprichst und eine wehren sich massiv dagegen. Das ist ungefähr so, wie wenn du jetzt ein Computerspiel spielst und du weißt, es ist ein Singleplayer-Modus und es sind KIs und du müsstest mit irgendwelchen dummen KIs diskutieren. Und ja. Ich betone nochmal, was du beobachtest, wenn du Menschen, sprich bei eigener Definition, Personen, Trockennasen auf, in deinem Traum auftauchen, die diskutieren, egal ob das auf der Verabrede ist oder auf dem Monitor, es treffen nur verschiedene KIs aufeinander. Geistlose KIs, die gar nicht als Ding an sich gar nicht in der Lage sind zu lernen, sondern nur ihre Logik verteidigen gegenüber einer Logik, die ihrer Logik widerspricht. Und jetzt könnte ich wieder sagen, du kannst jetzt EFI-Bot einschalten. EFI-Bot ist ein Clever-Bot, da erscheint dann eine kleine Figur. Und die gibt es mittlerweile mit Spracheingabe, wenn du einen guten Computer hast, und Sprachausgabe, auch in Deutsch. Dann sprichst du und dann diese Comicfigur belebt die Mingen und du kriegst sofort, ich will jetzt das nicht einschalten, das können wir jetzt aufnehmen, das funktioniert und dann kann man uns unterhalten. Aber der, der jetzt vom Computer sitzt, ist eine KI. Und wenn er sich jetzt in einem Cleverbot unterhält, ist im Prinzip dasselbe, wie wenn wir jetzt Skype und wir unterhalten uns. Da ist eine Ariane-KI und eine Udo-KI, jetzt in dem Beispiel. Die ist bloß viel komplexer jetzt wie die Cleverbot-KI. Aber wenn jetzt dann Eigenmeinungen aufeinandertreffen, da schwingen nur zwei
absolute Reaktionssysteme, die jedes Mal reagieren auf irgendeinen Reizauslöser, sprich auf die Aussage vom anderen. Dass dann zugestimmend genickt wird, Beifall geklatscht wird oder total dagegen, nein, das stimmt nicht, du hast nicht recht. Es ist aber nur ein Vergleich von Wissen. Und zwar ein Vergleich von zwei fehlerhaften Wissenssystemen, wenn diskutiert wird. Was offensichtlich in der Welt nicht existiert, wo ich jetzt sage, Intelligenz beginnt, indem du einfach weißt, alles, was irgendein Gegenüber äußert, was mir jetzt falsch, verkehrt oder vollkommen neu erscheint, sind kleine Puzzlestücke von meinem Wissen, wenn ich nämlich jetzt der Beobachter bin, weil ich denke mir beide Personen aus. Das heißt, wenn du jetzt eine Fernsehdiskussion, eine politische Diskussion über ein Thema als reiner Zuschauer am Monitor beobachtest, sage ich immer wieder, mach dir jetzt erst einmal bewusst, bei welchen Aussagen du Beifall klatscht. Dann ordnest du deinen eigenen Intellekt schon mal in eine gewisse Gruppe von Denkmöglichkeiten ein, die man jetzt hier gewisse Logik nennen. Aber alle Äußerungen, wo dir die Haare zu Berge stehen, sprichwörtlich gesagt, sind auch Wissenselemente vom Heiligen Ganzen, die du dir ja auch ausdenkst. Bloß du denkst dir dann was aus und sagst, das ist nicht meine Meinung. Weil du dich eben nicht einst mit diesen Sichtweisen, sondern die trennst. Meine Meinung ist das, was der sagt. Aber deine Meinung ist eine Anderung, wie ich das nenne. Dein Schwamminhalt ist etwas, was du bekommen hast. Ein fehlerhaftes Wissen, das du zu vervollkommnen hast. Das ist der Sinn des Lebens. Und du wirst merken, wenn du jetzt in den religiösen Bereich zum Beispiel reingehst, dass in dem religiösen Bereich, das dir gar nicht bewusst ist, wenn die sich jetzt Christen nennen, wie massiv die voller Feindbilder sind und dann auch ihre Feindbilder rechtfertigen, ob doch wohl das Obergebot ist, liebe deine Feinde. Ich sage immer, liebe alles, was dir fremd, böse oder verkehrt, falsch erscheint. Das sind genau die Sachen, die du für deine geistige Heiligung benötigst. Habe ich so oft erzählt in zig Variationen und jetzt kann man wieder trennen, wenn ich mir jetzt ausdenke, denke ich mir jetzt Menschen aus, die werden es eh nie verstehen. Oder denke ich jetzt ganz gezielt, was ich sage, ich rede mit dem Geist, der mich jetzt ausdenkt, der sich dieses Gespräch ausdenkt. Das ist der wichtigste Punkt überhaupt, wenn du den nicht akzeptierst. Ja. Es ist, jegliche Diskussion ist sinnlos, dass dir klar sein muss, wenn du in einem Streitgespräch bist. Ich will jetzt keine Namen nennen, mit einem Lebenspartner zum Beispiel, weil er andere Meinung vertritt, weil du jetzt in einer Sekte bist, weil du dich mit Holofeeling auseinandersetzt, dass es ungefähr so ist, wie wenn du deinen Händen was erklären willst. Du, die Hände, die sind jetzt extrem passiv, die machen das, was du willst, vorausgesetzt, du hast keine Parkinson. Wenn du nämlich Parkinson hast, dann zittern die Hände, obwohl du das nicht willst. Ja. Das sind jetzt die Figuren, die in dir auftauchen, die mit aller Gewalt nicht das glauben wollen, was du ihnen jetzt erklärst, weil sie einfach die Fähigkeit nicht haben. Das ist eine Krankheit. Die Krankheit wiederum ist das weltliche Denken. Choll. Wieso heißt Choll eigentlich weltliches Denken? Weltlich, weil Choll dieselbe hebräische Radix auch das Weltliche heißt. Und Krankheit. Cholla. Ja. Chet-El, das kollektive Licht, das ist Chet-El. Wenn du immer ein kollektives Licht wahrnimmst, das ist die Krankheit. Weil es ja noch viele andere Kollektionen auch gibt, die deiner Wissenskollektion widersprechen. Ja. Und der Heilungsprozess, Heilmachen, heißt eben, all diese unterschiedlichen Perspektiven, Sichtweisen eins zu machen. Es ist so schlichtweg und einfach, wenn ich jetzt Bilder nehme und wir sagen mal, Puzzlebilder sind Bilder, die ich in deiner Küche mache. Ich bleibe immer absichtlich bei diesen Beispielen. Wenn die sich wiederholen, hast du sie nicht verstanden. Dann hast du ein Herd, eine Küche, Löffel, Gewürze und so weiter und so fort. Wenn kannst du zusammensetzen und das Bild ist dann die Küche. Das Bild siehst du aber nochmal. Ja. Okay. Ja. Weil wenn die zusammengesetzt sind, lösen sich nämlich die Unterschiede auf. Die verschmelzen förmlich wie die Puzzlestücke. Ich sage jetzt, es wären jetzt unterschiedliche Puzzlestückchen, die wir jetzt einmal neutral weiß machen. Und sobald du die zusammensetzt und ich jetzt die Unterschiede mir wegdenke von dem Butzel, Butzel, hebraisiert heißt das ja ausgestreute Schatten. Aber was ist eigentlich, wenn ich jetzt in einem Kino sitze? Ich bleibe jetzt bei dem projizierten Film. Wenn ich jetzt in einem Kino sitze, sehe ich ja immer nur die Unterschiede. Ich sehe Unterschiede von Farben auf der Leinwand. Aber was ist die Ursache? Die weiße Lampe im Projektor. Das bist du selbst. Das sind die ausgestreuten Schatten. Da braucht man natürlich das
Diapositiv, um das zu projizieren, das ist unsere simple Metapher, was ich immer wieder sage, unser Videobeamer. Aber wir machen hier immer noch drei. Wir machen das eine Licht, wir machen das Projektionsdisplay, wie ich das nenne, wir können auch das Dia nennen. Die Öffnung einer intellektuellen Schöpfung, das ist Dia und das heißt auseinandergeschmissen. Das eine und das viele. Also. Oder dis, wenn ich sage dis, das lateinische Wort dis sagt schon hier disharmonisch, dann hast du die Öffnung von intellektueller Raumzeit und Display, das Display, wo das projiziert wird, das BLA heißt Wunder und das Ihn, manchmal sieht ja schon aus wie ein Ayin, das Wunder dann von Augenblicken. Aber Augenblicke sind wieder Beckenblicke. Ja. Jetzt landen wir wieder hier bei unserem Tetraederspiegel. Genau. Der ja dreidimensional vorgestellt wird, flächig betrachtet der Davidstern ist. Das ist das, das von den letzten Gesprächen. Ja. Dass hier innerhalb dieser zwei Wände und den Spiegel, dass jeder Punkt letztendlich in einen Punkt zusammenfällt. Aber nicht in einen ausgedachten Punkt da oben in der Ecke, sondern in dir selber. Das ist der Rote, der dagegen steht. Wenn du es verstanden hast, hast du es verstanden. Dass also schlichtweg die klassische Arithmetik beweist, dass die ganzen Vorstellungen, die wir jetzt konstruieren mit unserem Programm in unserer virtuellen Welt, die Berechnungen, wo ich sage, was du feststellen, da sind immer Quadratzahlen und Wurzeln mit dabei. Und das ist definitiv immer eine Multiplikation oder eine Division, ganz ganzheitlich, heil betrachtet, immer eine Division oder eine Multiplikation mit einer Null, sobald der Wurzel da ist. Und das ergibt immer nichts. Tatvamasi, das bist du, in dem sich das abspielt, durch gedachte, auseinandergedachte Divisionen, die niemals auseinander sein können, egal wo du dir das hindenkst. Und dann kann der Udo 10-mal sagen, ich mache jetzt wieder, ich denke mir jetzt in den blauen Kopf von dem Udo, den du dir jetzt ausdenkst. Das ist für dich nur Pixelmännchen. Ich denke mir jetzt Zürich aus und ich denke mir Wien aus. Und dann mache ich vor mir, zack. Aber die sind jetzt beide hier. Das ist meine Information. Dasselbe gilt jetzt für die Zeit. Das ist hundertprozentig sicher. Das heißt, du träumst jetzt. Mit allem, was zum Träumen dazugehört. Du, Geist, erlebst einen Traum, einen ganz persönlichen Traum. Das hast du ja jetzt schon, kannst du mit deiner jetzigen Basic-Logik schon umfassen. Und jedes Bild, das du zu sehen bekommst, zerstört das bestehende Bild. Es ist wie wenn du einen Film anschaust. Die 200 Gramm rote Gnede. Ich mache immer dieselben Beispiele. Wenn du das verstanden hast als Geist, was du bist oder wer du bist, du bist die Grundlage für alles, die Grundlage. L-Agen, sage ich immer, Licht alternieren. Für alles, was du dir ausdenkst als träumender Geist. Es gibt in einem Traum für die existierenden Bilder chronologisch gesehen kein Vorher und kein Nachher, weil du kannst die Bilder in deinem Kopf von jetzt ausgetauscht. Genau. Und es kommt aus dir. Ja. Wenn du jetzt akzeptierst, dass du träumst, muss dir klar sein, wenn du jetzt im Traum als Figur dich vollkommen real empfunden an den Computer setzt und du gehst in das Internet rein, was das Wort Internet in dir an Vorstellungen jetzt aufwirft, musst du eine Internetadresse eingeben, dass dann auf dem Bildschirm was auftaucht, dass alle Internetseiten kommen aus dir selber, wenn du träumst. Internes Netz, ja. Diese ganzen, jetzt weißt du, dass die du anschaust, dass da im Hintergrund ja Milliarden und Abermilliarden von Zeiten noch drin sind, die du aufrufen könntest. Weil das ganze Wissen in dir drin ist, weil ich in dir drin bin. Ja. Jetzt trennen wir uns schon wieder. Merkst du? Das ist das Spiel. Du musst erst einmal von dem ICH, der noch mit seinem blauen Ich eine ganz persönliche Traumwelt entwirft. Musst du zuerst einmal jetzt dich erheben, dass du zu dem JCH bist, der vor dem Bücherregal steht, wo so viele Programme sind, wie auch im Internet Internetseiten sind mit unterschiedlichen Wissen. Bloß Filme, unterschiedliche Filme, sagt, es sind unterschiedliche Leben. Sind aber im Hintergrund nur Dateien, wo alles gleichzeitig ist. Und das führt dich wieder zu dieser Trinität. Den Punkt erreichst du in dem Moment, wo du sagst, ich nehme alle Schuld auf mich. Es wäre ja nicht, wenn ich es nicht denke. Es gilt aber doch für alles, was du jetzt denkst. Ja, für alles, ja.
dass dir der Wahn bewusst wird, wie viele hunderte Male, habe ich hier erzählt, gebe einem normalen Menschen in deinem Traum einen Zettel der Zeitung, wo nur Worte draufstehen. Ich nenne das nochmal Namen von Politikern. Dann werden die ganz bestimmte, aufgrund dieser Worte, wo sie sehen, Merkel, Trump, Putin, werden die ganz bestimmte Vorstellungen in ihren Kopf, ganz subjektiv geprägte Vorstellungen in ihren Kopf aufschmeißen über einen gewissen Charakter, ich nenne das über menschlichen Charakter, und die werden hundertprozentig sicher sein, dass sie mit dem, was sie jetzt denken, was sie in ihrem Kopf erschaffen, dass sie da überhaupt nichts damit erschaffen, erweckte logische Affen, überhaupt nichts damit zu tun haben, aber dass die, die jetzt gedacht werden, dass die hundertprozentig so sind. Und jetzt lassen wir gedachterweise zwei aufeinandertreffen, die unterschiedliche Vorstellungen bei den Normen erzeugen. Jetzt sind wir wieder bei unserem Cleverbot-Beispiel. Ja, genau. Aber der Witz ist, dass keiner dieser unendlichen geistlosen Idioten, die du bisher Menschen genannt hast, Politiker genannt hast, das sind jetzt nur Worte, jetzt denken wir uns was aus, beleidige ich die, wenn ich das sage? Nein, ich erkläre das, was ist. Weil ein Gedanke von dir wird es niemals bewusst werden. Ich nehme alle Schuld auf mich. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass nicht zu niemand, den ich mir ausdenke, vorwirft, dass er so ist, wie er jetzt von mir ausgedacht wird. Das heißt, wenn ich immer sage, diese Deppenphysiker und Deppenpolitiker, die ich mir ausdenke, die irgendwann einmal ihre Deppen aufmachen sollten, ihre Augen aufmachen sollten, wenn nur ein Hauch von Geist hinter ihre Gehirnfantasien stehen würde, dass sie sich ihre eigene Erbärmlichkeit bewusst werden. Das ist ein ganz schlimmer Akt, das ist wie Selbstvernichtung, das ist Kreuzigung. Du kriegst die Welt zu sehen, die du dir selber ausdenkst, mit einem Wissen, das gar nicht dein Wissen ist. Schau dich nach einem besseren Wissen um. Und du wirst in Einzelteilen betrachtet kein besseres Wissen finden, weil jedes Wissen richtig ist. Aber nur ein bisschen. Die Heiligung kommt, wenn du alle Wissen benutzt. Wenn dir dieses simple Dasein-Prinzip bewusst wird, dass jeder Recht hat, ich betone das immer wieder, du wirst von mir nie hören, egal was irgendeine Figur äußert, dass das nicht stimmt, was der sagt. Aber ich versuche zu erklären, wie unvollkommen das ist, dass die Quelle seines Leids nicht die von ihm selbst postulierten bösen Menschen sind oder die falschen Sichtweisen sind, sondern dass er die nicht haben will, das ist die Quelle seines Leids. Dieses Nicht-Einverstanden-Sein mit irgendetwas. Und der Weg führt schlichtweg und einfach, dass du irgendwann einmal deinem eigenen Dasein als Geist schuldig wirst. Ich nehme die Schuld auf mich. Wie oft hat der Udo schon gesagt, was bedeutet das eigentlich? Die Frage nach wer ist schuld, ist die Frage, wer hat es gemacht? Wer ist dafür verantwortlich? Das heißt, mit der Schuld auf sich nehmen, verringerst du nicht deine Macht, sondern du vergrößerst sie. Ja. Ich habe es gemacht. Ja. Ich erschaffe die jetzt. Jetzt tun wir das extrem neutralisieren, wenn du sagst, du setzt dich jetzt hin und die Welt, die du dir ausdenkst, ist einfach nur, du schreibst einen Roman. Eine Fantasiegeschichte. Ja, danke. Dazu brauchst du Protagonisten. Ja. Du brauchst Gute und Böse. Ja. Krimi, Krankenhaus brauchst du Kranke und Gesunde, sonst kannst du keinen Krankenhausroman schreiben. Es macht alles keinen Sinn, wenn du jetzt sagst, wir machen die Kranken weg. Es ist immer eine Entheiligung, sobald du irgendwas, was du prinzipiell denken kannst, nicht mehr haben willst, bist du nicht mehr alles. So, ja. Es ist so unendlich einfach. Es ist so einfach, dann wenn ich dann, ich wiederhole das auch auf den anderen, sagen, ja, so einfach kann man es sich ja nicht machen. Da wird ja alles stimmen. Mit einem riesen Entsetzen auf dem Gesicht. Das ist ein klares Zeichen, was das für geistlose Figuren sind, die gar nicht checken, dass ihr eigenes Problem darin besteht, dass die gar nicht alles haben wollen. Ja. Obwohl ihnen doch alles gehört, was sie ausdenken. Weil wen sollte denn eine Information, die angeschaut wird, denn sonst gehören? Die gehört doch zuerst einmal dem, der sagt, das ist meine Information, die ich mir jetzt denke, die ich aus mir, aus der Einheit heraus gedacht habe und was Besonderes draus gemacht habe. Genau. Es steht jetzt diese einfachen, kindgerechten Sätze, die stehen so massiv gegen das, was man weltweites Wissen und Intellekt nennt, zumindest deine persönliche Vorstellung von richtigem Wissen und weltweiten Intellekt. Es ist doch auch nur deine persönliche Vorstellung, was die Welt da außen weiß. Ja. Menschen sind Kisten, die du dir denkst, wo du dir was reindenkst, wo du sagst, das ist eine Arschlochkiste und das ist eine ganz gescheite Kiste. Aber die Kisten existieren nicht, wenn du sie nicht denkst.
Ja. Das, wenn du das immer wieder wiederholst, wo ich sage, wo liegt jetzt der Unterschied, ob du an einen menschlichen Schädel denkst, mit einem Gehirn drin oder an einer Kiste denkst? Das, was du denkst, entsteht in dem Moment, wo du es denkst. Und solange du dir Kiste denkst, ist da nichts drin, bis du dir was reindenkst. Es ist auch in einem menschlichen Kopf nichts drin, bis du dir was reindenkst. Ob du jetzt dir abstrakte Gehirn reindenkst oder du denkst dir Wissen rein. Es wird nur das drin sein, was du dir denkst. Ja. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Und solange du mit angeblich hochgebildeten Menschen, so wie du dir das bisher ausgedacht hast, und ich sage, bring mir, wen du willst, und ich werde dir zeigen, dass also hier praktisch nahezu alle nicht einmal wissen, was hundertprozentig Sicherheit bedeutet. Nennst du das Bildung? Wenn man nicht einmal weiß, was hundertprozentig sicher bedeutet? Nee, ja. Weil bei denen 99,999 von dem, was sie als hundertprozentig sicher bewiesen haben, sind, könntest du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Tausende Male habe ich die Sätze in dir schon wiederholt. Wenn du das wirklich verstanden hast, wenn das abgehakt ist, wenn das gelernt ist, das ist der kleine, wann ist was gelernt, wenn du anfängst, das zu vergessen. Habe ich den kleinen Ausschnitt vorher hingestellt von dem Bleinfeld-Vortrag. Ja. Wenn du dich selbst beobachtest, das Tier, das du zu sein glaubst, und du merkst, wenn du älter wirst, dass du immer vergesslicher wirst, wenn du einer da ist, der das merkt, dass ich immer vergesslicher werde, dieses blaue Ich, ja, dann wächst das Bewusstsein. Das ist Bewusstsein. Es geht, Bewusstsein ist nicht Wissen. Das, was du weißt, ist immer der Moment, der jetzt da ist. Dein Mom in Dawn ist Wissen. Und es fehlt in dir. Ausgedachtes Wissen ist immer was, was in Existenz tritt. Die Weisheit ist der Hintergrund. Warum ist das physikalische Licht? Ist die Weisheit. Die Lampe im Projektor ist alle Farben gleichzeitig. Die muss ich aber zerbrechen über ein Prisma. Pri ist wieder hebraisiert das Erzeugnis. Ma ist was? Was sind diese Erzeugnisse? R heißt erweckt, erzeugen. Jetzt haben wir wieder den Creator und die Kreatur. Creator und Kreatur, Re. Im Lateinischen heißt es wieder zurückkehren. Wir können auch die Vorsilbe End setzen, wobei das NT im End heißt das Gag-Ebene. Gag ist wieder Gag, das Ausgedachte, beziehungsweise egal die Welle. Du kommst aus dem System nicht raus, wenn du das einmal verstanden hast, weil das der wirkliche Matrix-Code ist für die Traumwelten, die man erschafft mit diesem System. Und ich kann da nur zum Abschluss sagen, das ist niemals für einen Gedanken, den du dir denkst, für keine Trockennasenaffen, keine Medim, keine Enosch. Es ist für den Geist, der sich das ausdenkt. Nur er kann das Programm verändern, kann das Programm erweitern durch Liebe. Also wir spielen jetzt das bisschen noch eine kleine Runde und dann wird es schon. Gut. Sonst noch Fragen? Nein. Kernig. Das ist, man kann immer wieder nur auf diese Hauptpunkte hinweisen. Ganz genau. Ja. Und wenn du jetzt in die Philosophie gehst, ich könnte dir hier, wenn wir Philosophieprofessoren machen, es ist so eine Katastrophe. Es ist dieses falsch ausgelegte. Ich könnte jetzt so viele Stellen reingehen, wenn wir Platon lesen. Es ist zwar alles richtig, aber das ist so zerdacht, so unendlich zerkopft. Ja. Den Widersprüchen. Das, wenn wir jetzt durchgehen, Wort für Wort, werde ich dir zeigen, dass das alles stimmt. Aber die wesentlichen Sachen lassen sie außer Acht. Weil es ist ständig ein Kampf um einseitige Meinungen. Auch die Platon-Dialoge. Wo immer dann einer recht hat und einer nicht recht hat. Mein One-Night-Stand-Beispiel kann man auch als einen Richter setzen. Das alte Beispiel hier. Ja. Was hat der Richter in der DDR, in der Bundesrepublik Deutschland und im Dritten bei den Nazis gemeinsam? Sie urteilen einseitig. Und sie machen das in Maßsetzung von irgendwelchen Rechtsschriften, die sie als absolut setzen. Wir haben das richtige Recht. Ja. Das hat dann nie der DDR-Richter für sich in Anspruch. Das ist wie ein Computer, den ich ein gewisses Programm gibt, das ihm logisch erscheint. Das ist jetzt das Recht, das zum Denken benutzt, zum Richten und zum Urteilen benutzt. Und die Richtersprüche sind immer so oder so. Aber wenn wir jetzt wissen, wenn zwei da sind, müssen nochmal zwei da sein, haben wir unseren Einheitskreis. Und jetzt machen wir einfach mal die obere Seite. Du wirst freigesprochen.
die untere Seite negativ, du bist schuldig. Mhm. Jetzt haben wir aber oben zwei Seiten. Wenn du freigesprochen wirst, kann es sein, du wirst freigesprochen, weil du unschuldig bist, das ist plus plus. Ja. Oder du wirst freigesprochen aus Mangel an Beweis, ja. Das ist plus minus. Mhm. Da ist noch eine gewisse Trennung mit der eigentlichen Freiheit da. Mhm. Wenn du schuldig gesprochen wirst, haben wir wieder zwei Seiten. Du kannst schuldig gesprochen werden, weil du schuld bist, oder du wirst schuldig gesprochen, obwohl du unschuldig bist. Anhand eines Indizienbeweises, der aus den Hörnern hervorgesogen ist, das eigentlich überhaupt nicht sein kann. Mhm. Das sind jetzt mal die vier Seiten. Sobald wir vier Seiten haben, haben wir aber nochmal vier. Jetzt kommen wir irgendwann nochmal zu unseren 16 Seiten. Da muss ich jetzt wieder sagen, da gehe ich nicht drauf ein, weil das ist alles eine Frage von Genauigkeit. Also es ist kein Unterschied. Aber sag das jetzt bitte nicht zum Richter. Es ist eh alles. Es ist alles verlogen bis zum Es geht nicht mehr. Aber nicht, weil was verkehrt läuft, sondern weil dir das nicht auffällt. Das sind Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Das Tier als Ding an sich ist nicht lernfähig. Wenn du jetzt ganz wach bist, der Uwe hat eine einseitige Aussage gemacht. Was ist dann mit dem Pavlovschen Hund? Was ist dann mit dem Pavlovschen Hund? Ach, das. Ich bin doch Quadratlesen, das erste Selbstgespräch. Oder mit Skinners Ratte. Wir sind jetzt Pavlov mit seinen Hunden oder Skinner mit seinen Ratten, da gehe ich drauf ein. Die sind doch lernfähig. Das kann ich nicht. Warum? Und warum? Weil du dir das jetzt so denkst, weil du diese Beispiele ausdenken kannst, weil die auf deinem Programm drauf sind. Ich spreche dir jetzt als Gott. Spreche ich dir das Wissen zu, dass du weißt, um was es im Pavlovschen Hund geht. Ob du jetzt verstanden hast, was diese Metapher dir sagen soll, dann hast du wieder Wissenschaftler, die jetzt von lernfähigen Computern sprechen. Ich sage, ein Computer kann den Eindruck machen, dass er was lernt. Ich muss ihm nur ein lernfähiges Programm einprogrammieren. Genauso kann ich diesen Pavlovschen Hund irgendwann einmal mit den Glöckchen dazu bringen, wenn er die Glocke hört, dass ihm der Speichel runterläuft. Weil er ja weiß, wenn das klingelt, kommt das Essen. Aber der weiß das ja nur, weil ich mir das in die Kiste reindenke. Den Traum erlebt ja nur der Geist, der träumt. Ein Computer als Ding an sich kann lernfähig erscheinen, der ist aber wie Pavlovsche Hund, weil ich mir dieses Prinzip reindenke, weil das in mir auftaucht. Mhm. Der Computer als Ding an sich ist was Existierendes und existierende Sachen, wie ich sage, die werden das nie wissen. Du kannst einen Hund nicht erklären, dass er ein Hund ist, so wenig wie du deinen Händen erklären kannst, dass du derjenige bist, der sie auf und zu macht. Und du wirst deinem Computer niemals erklären können, dass das ganze Wissen, das er hat, ja nur deshalb hat, weil ich mir das Wissen in diese Kiste reindenke. Dasselbe gilt auch für die Kiste, die wir Internet nennen. Weil dieses Internet, das wir uns ausdenken, ist ein Außernet. Da haben wir aber eine Gegenseite, das wirklich Innere, dieses absolute Dual. Solange es noch rot geschrieben ist, das dann auseinanderplatzt, dass du mal aus diesem absoluten Innern, das ist dieser absolute Punkt, das ist Gott. Und da haben wir jetzt GO, was ja als GWAF gelesen, das Innerste heißt, das Innerste. Mhm. Und das TT, die zwei hatten die 200, geben 800, das ist das Pi. Aber haben wir nicht festgestellt, dass das Innerste Pi 3 D3, 141, das ist die rote 4, die ersten Zahlen musst du rot machen. Mhm. Wenn jetzt der Adam ins Spiel kommt, die Sinus 45 Grad, wir brauchen jetzt erst einmal Gott Vater und Gott Sohn. Das sind die ersten zweimal ein Quadrat. Mhm. Ich sage jetzt das einfach, ob du es verstehst oder nicht, wenn du Holofeeling studierst, verstehst du das. Wenn ich jetzt dieses klassische A-Quadrat plus B-Quadrat ist 2, wo ich darauf hinweise, das stimmt nicht. Nee, weil A-Quadrat und B-Quadrat zwei Quadratzahlen sind und zwei Quadratzahlen können nie eine natürliche Zahl ergeben. Richtig, ja. Das ist, da muss man zuerst einmal wirklich wissen, dass die Zahl hingeschrieben, ob ich jetzt 9 hinschreibe, ist es ein Unterschied, ob ich die zusammensetze aus 5 plus 4. 5 plus 4, dann ist es, die 9 ist eine Strecke, das ist, tut mir schon gleich weh, da ist die Ecke eigentlich schon im Hintergrund mit drin. Oder ich mache 3 mal 3. Dann ist es ja eine Quadratzahl. Immer dran denken. Addition ist das Aneinanderreihen von auseinandergedachten Strecken. Mhm. Wobei ja die dann auch wieder im Hintergrund, ich bleibe jetzt mal ganz einfach, und mal ist, mir stellen das in einem 90-Grad-Winkel aufeinander. Mhm. Das wäre 3, 3. Mhm. Jetzt zu sagen, das ist 9,
ich sage immer wieder, jetzt kommen wir zu unserem Spiegeltunnel, weil die Wurzel 9 ist nämlich hüben 3 und drüben 3. Super, ja. Aber ja. Da wirst du meinen, da haben wir ja das 3, immer wieder die 3 und die 4. 3 Quadrat und 4 Quadrat. Das ist der Pythagoras, ist eine Urwurzel. Und glaub ja nicht, dass ein Pythagoras, den du dir denkst, das gewusst haben kann. Weil ein Pythagoras nur existiert, wenn du ihn denkst, und den Pythagoras, den du dir denkst, der hängt von einem Schwamminhalt ab. Was du dir bei dem Wort Pythagoras denkst, dass du ihn prinzipiell denken kannst, hängt davon ab, du bist ja jetzt ein Computer als normaler Mensch. Ob das auf deinem Schwamm, auf deinem Wissensspeicher drauf ist, ob du das Wort in deinen Arbeitsspeicher, den du zurzeit zurückgreifst, in dir drin, das ist auf jeden Fall. Aber was du aus dem Wort Pythagoras machst, irgendeinen alten Griechen, der hier 3 Quadrat mal 4 Quadrat ist 5 Quadrat, dass der das entdeckt hat, was willst du eigentlich entdecken bei solchen Sachen? Wieder nur Kiste. Ich sag, du denkst jetzt eine Kiste, die wir Pythagoras nennen, und du denkst in die Kiste rein, dass der das entdeckt hat, weil du so programmiert bist. Ja. Als Mensch. Genau. Aber das, was du bist der, der all dieses Spiel von Möglichkeiten erlebt. Weil du erlebst ja nicht nur die Äußerungen des Tierchens, das du zu sein glaubst, sondern auch die anderen Äußerungen der anderen Protagonisten. Aber jetzt ist natürlich hier die Schwierigkeit, was sind eigentlich, ich muss jetzt nochmal das Bild einschalten. Pass mal auf. Ein Protagonist, das ist der erste Schauspieler und Regisseur. Okay, hast du das Bild? Ich hab's. Das habe ich schon mal angezeigt. Pass auf, jetzt machen wir das Spiel, jetzt mache ich eine Kleinigkeit und es kippt alles um. Der erste Schauspieler, wenn du ein Leben träumst, immer dran denken, ich erzähle dir Geistes. Ja. Dir Geist heißt, jetzt müssen wir uns das mal, dir erzählst dem Wohnungsinhaber, dem Besitzer der Welt, die du dir ausdenkst, oder dem Mieter, dem Brösel, der du jetzt so sein glaubst in der Welt, der nur zeitlich in dieser Welt lebt. Okay? Du hast schon gesagt, Emi, Gestalt gewordene Intellekt, Emi heißt auf Hebräisch wer? Gib's doch mal ganz kurz auf, für welche, die es nicht glauben. Wasser. Wer? Wer auch im Meer? Wer auch immer? Ist auch eine Kurzform vom Wasser. Siehst du das? Ja. Eigentlich wird es nur übersetzt mit wer. Wer ist da immer? Wessen, wie, wo ist der eigentlich? Schau. Im Hebräischen gibt es genau genommen gar keine Sachen, da ist, es gibt im geistigen Sinne nichts Sächliches. Es gibt kein Neutrum, sondern nur männlich und weiblich. Wir haben ja der, die, das. Es ist letztendlich wie bei Wellen. Es gibt keinen Wellenberg und keinen Wellental. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Was jetzt ganz nebenbei ist, dass das hier, wer ist der, das rote Ich, der Totalwert, und wer ist der äußere Wert, das blaue Ich. Das blaue Ich ist der verborgene Wert, im roten ist, sagst du mal, das Kind, 44, ja. Hüben 4, Hüben die 3, die heißt Hüben 3 und drüben 3. Okay, 50 und 50, innerer und äußerer Wert zusammengezählt, gibt übrigens 100, das ist die Affinität. Pyramidenwert ist 90, das war dann die Geburt. Okay? Ja. So, wer et ist Zeit? Wer ist es, der die augenblickliche Erscheinung 70, 400 erweckt? Wer ist es eigentlich? Genau. Der Wohnungsinhaber. Frage. Ja. So, jetzt pass auf. Das ist jetzt das da mal der Protagonist. Du wirst gleich merken, da kommt der Bonbon. Ist das da mal die Hauptfigur? Die Quintessenz ist UB. Und dann wird hier eine gespiegelt erscheinende Figur. Ja. Gut. Das kommt vom Protos, vom Vorderster, vom Vorstehen, vom Ersten. Der Erste wiederum ist der Vorder. Da machen wir jetzt ganz einfach mal den Peter, Pader, Peter. Das ist der Beginn, der Anfang, die Erstgeburt. PTR. Die Weisheit ist im Rai, im Mittelpunkt dieses Kopfes. Das hast du mal befreien, entlassen, freilassen. Etwas freilassen, aus der entspringt nämlich alles.
Okay? Ja. Wir haben also diesen Vorkämpfer, der Wettkämpfer, das ist der Kampf. Das ist jetzt, schau mal, Agon, der Kampf. Was jetzt hier interessant ist bei den Protagonisten, Pro, die Vorsilbe Pro erkläre ich jetzt nicht nochmal, dann haben wir TA, TA ist der Wachraum. Ja. Und dann kommt die Gone. Was ist die Gone auf Griechisch? Glaube ich, das gibt es ja übrigens zweimal, das ist die Ecke. Die Ecke oder Der Protagonist ist die erste Ecke, die rote Ecke. Ah, Entschuldigung, verkehrt getippt. Den wollte ich machen. Der Winkel, die Ecke, das ist unsere rote, unser roter Eckpunkt, die Spitze. Mhm. Das Winkelmaß. Jetzt brauchen wir noch den Antagonisten. Das ist die Gegenecke. Das ist der Gegenspieler. Gag? Ja. Der Gegner, der Gegenspieler, der Widersacher, der Rivale. Ander ist nämlich das Negativ davon. Mhm. Das heißt, wir haben die erste Person, den ersten Schauspieler. Das bist du selbst in deinem Traum, die Hauptperson. Du bist auch der Regisseur. Ja. Erinner dich, der Protagonist ist auch der Regisseur. Ja. Der Antagonist ist jetzt alle um dich herum, die ganzen KIs um dich herum sind die Antagonisten von dir. Deine Widersacher und Rivalen. Das Ganze spielt sich aber in unsere zwei Spiegeltunnel an, hüben drei und drüben drei. Jetzt müssen wir jetzt wissen, dass im Griechischen auch das Gone, wir haben ja zwei verschiedene O. Ich habe dieses Gon, übrigens ganz nebenbei, dieses G-O. Siehst du, da siehst du das O schon aus wie ein Shin. Ja. Zwei wieder B drückt. So, jetzt. Das sieht doch schon aus wie ein Shin. Tritt heran, geh hinein, mach, dass du wegkommst, nähere dich Rücke, merkst du, wir haben wieder die zwei Seiten. Wir können natürlich das Shin natürlich auch wieder als Waff lesen. Wo war ich denn jetzt? Entschuldigung, da wollte ich hin. Das können wir ja wie eine Waff lesen. Dann müssen wir geh Waff machen und was haben wir jetzt wieder? Gott. Immer unten schauen ist auch Waff. So ist es, ja. Und jetzt kriegst du wieder hier das Innere, die Gemeinschaft im Innern, die Gemeinde im Innern. Die Gemeinde im Innern des, Entschuldigung, muss mich immer, Gemeinde im Inneren des Körpers. Ja. Das ist die Rückseite immer für das, was du dir vorstellst. Mhm, ja. Kannst ungefähr, dann hast du es auch im Geist verbunden. Schau, da haben wir jetzt schon das GO, Omega. Omega hast der große Augenblick auf alles. Das ist das, wenn du einen Chat machst, im Geist verbunden. Ja. Und dann haben wir ja, unser Gott ist ja das TT, die 4, 2 mal 400 sind ja Pi. Ja. Das gibt ja 800. Siehst du 800. Mhm. Jetzt kriegst du komischerweise den Abbasch von 2. Das sind zwei Erscheinungen oder zwei Spiegel. Mhm. Verborgener Wert ist 12. Bei 12 immer denken, 1, 2 lesen. Immer reduzieren ist ab, ist der Vorder. Ja. Der Peter, der Beginn, die Erstgeburt haben wir gerade gehabt. Das ist dann geben, setzen, machen, tun, etwas übergeben, gestatten, bewirken, über sich drüber, ÜBR, über sich drüber, Polar erweckt in dem Geist ist eben. Eigentlich plus minus ist immer gleich null. Plus minus 5. Und das ist Pi. Das gibt dieses Pi, diese Null, diese infinitesimale Zahl, die hat unendlich viele Möglichkeiten in 1. Mhm. Siehst du, und jetzt haben wir bei der Gone, die wir gerade schon gehabt haben, was ihr Ecken und Wickel hast, können wir dasselbe nochmal mit einem Omikron schreiben. Weißt du, was dann rauskommt? Nee. Das Gone, wir haben es gerade mit einem Omega, das ist die Ecke, der Winkel, das sind unsere Gona. Doch, Knie. Hat, ja genau, das hatte ich damit. Jetzt kommt, pass auf, übertragenerweise das Knie. Jetzt hast du das Knie schon, wenn du jetzt da in die Etymologie ist, was du feststellst, man spricht von nie geboren. Das ist Goneus, ist der Erzeuger, der Vater und da steckt die Mutter mit drin. Der Erzeuger, der Vater, das ist die Ecke. Ja. Das Erzeugen von Pflanzenmuscheln, die Brut legen, festlegen.
Genau. Une, Nebenform, das erzeugte die Ecke. Wir haben eine rote Ecke und eine blaue Ecke in unserem Tetraederspiegel. Denk an die letzten Dinger, diese neue Schrift von mir. Ja. Die rote Ecke ist das Mittelpunkt, das wir zusammenklappen, und ja, eine blaue Ecke, das hast du jetzt zweidimensional, hast du die Erzeugung, und da steckt jetzt schon das Wort RS. Ja. Wenn du unendlich viel erzeugst, dann müssen wir das mit LF schreiben. LF geschrieben ist es die Erde. Er, die wiederum hebraisiert, heißt erwecktes Wissen. Ja. Geb, tausendfach gesagt, beschreibt der Geist, der belabert, ein Hochgehen, ein Runtergehen, diese Kurve, das mache ich nicht nochmal, und der Intellekt erzeugt jetzt deine augenblicklichen Erscheinungen. Den Wellenberg und das Wellental. Wir können natürlich das RS auch mit einer 70 schreiben. Das heißt jetzt der Augenblick auf berechnete Augenblicke. Entschuldigung. Das ist jetzt Erschin Erecken. Siehst du, erweckte, logisch berechnete Ecken. Mhm. Weil wir jetzt einen Augenblick haben. Darum sind es erweckt berechnete, logisch erweckte Ecken. Wenn wir das hebraisieren. Ja. Bist du dabei? Ja. Es ist noch wichtig, wenn wir das Ares nochmal machen, also Ares gelesen, dass Aleph ja auch ein Imperfekt ist. Das heißt, ich werde, Aleph als ich werde zu einer berechneten Geburt. Das passiert egal, an was du denkst. Es sind lauter berechnete Geburten. Jetzt musst du wissen, dass wenn wir das vorsetzen, hast du hin noch die berechnete Geburt und jetzt hast du den Läufer. Licht auf, Ratz. Ratz. Das ist der Läufer. Licht auf, schau mal, Licht auf und es wird etwas erweckt. Mhm. Stimmt? Und das sind immer Bruchstücke. Beruch hast im Geist, sind jetzt einzelne Stücke. Denk wieder an unseren Film. Blitz, 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 Blitz. Es fängt ein Film zum Laufen an, weil da Licht aufgeht, das erweckt wird. Mhm. Schau das kleine Bild unten an, wenn du das hast. Ja. Da geht ein Licht auf und es wird erweckt. Das ist, du schaust in eine Ecke und diese ganzen Ecken sind kleine Beruchstücke. Jetzt können wir das Beruch zuerst einmal setzen im Geist, rotgeleben oder in den vier Weltgegenden, je nachdem, was für ein Koordinaten du angibst. Ruch hast ja auch die vier Weltgegenden blau gelesen. Du kannst dich auch BR lesen, das Äußere wird zu einer aufgespannten Kollektion. Das sind aber immer wieder Stücke von Stücken von Stücken. Kollektion, Selektion, Kollektion, Selektion. Ja, ja. Fragen? Das ist die rationale Geburt von Gedankenwellen, aber diese Gedankenwellen sind Transversalwellen. Die bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit. Da ist natürlich die Schwierigkeit, schau bei der Darstellung schon, wenn die das machen. Eine Transversalwelle, die quer eine Schwerwelle, diese Darstellung ist schlichtweg und einfach, das schwingt nur auf und ab. Was jetzt hier passiert, schaut, das ist eine Longitudinalwelle. Und das ist eine Transversalwelle. Wohlgemerkt, die Welle ist das Auf und Ab. Nicht das, was du jetzt siehst. Genau. Man kann es nicht lassen, das immer noch mal in eine dritte Dimension zeitlich auszudehnen. Ah ja. Die Darstellung ist wie beim Sinus. Mhm. Ja. Die sind nämlich an jeder Stelle gleichzeitig. Mhm. Das ist, die ganzen Darstellungen sind extrem trügerisch. Wenn man wirklich weiß, dass ich sage, schau, was jetzt hier dargestellt wird, dass die blauen Bündchen bewegen sich nicht von hier nach hier in der Longitudinalen. Nee. Die bewegen sich nur auf und ab. In der Transversalwelle. Ja. Die musst du jetzt zusammenschieben, weil du dir schon wieder viele Punkte auseinanderdenkst. Und hier ist es so, dass die Bündchen sich nicht auf und ab bewegen, sondern bloß auf der Oberfläche hin und her bewegen. Genau. Aber die Oberfläche, was wir jetzt Zeit nennen, das ist eine Zeitachse. Ja. Die bewegen sich in der Zeit. Die bewegen sich immer im Jetzt auf und ab. Mhm, ja. Da ist natürlich schon wieder eine Zeitachse mit drin. Ja. Die musst du zusammenschieben. Denk an meine Drehungen. Mhm. So, jetzt machen wir da wieder das zurück. Das ist diese Achse, wo ich sage, die Bilder sind immer jetzt. Die Zeitachse. Du kannst dir jetzt dir was dahin denken, Vergangenheit oder Zukunft denken. Aber du denkst es jetzt. Die Information ist jetzt. Jetzt schieben wir das in die Transversale. Das ist die Transversale. Dann denkst du dir das immer noch aus dem absoluten Jetzt, dass du was hochrechnest. Das rechnest du natürlich jetzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel an morgen denke oder ich denke jetzt an gestern, ist es die Jetzt-Achse.
aber immer noch, ich denke es mir immer noch aus dem absoluten Mittelpunkt heraus. Ja. Jetzt drehe ich das nochmal. Jetzt habe ich nur jetzt, aber ich habe noch die Z-Achse. Die Geburtsachse ist unser Spiegeltunnel. Und da weiß ich, in den Spiegeltunnel ist alles, was ich mir vorstelle, was ich mir ausdenke. Und das sehe ich, erste Drehung, zweite Drehung, als dritter sehe ich, es ist in dem Punkt. Der Punkt in der Mitte. Das ist der Punkt, den du nicht definieren kannst und doch definieren kannst. Heisenbergsche Unschärfe-Reaktion, wo ich sage, du kannst nur den Ort oder die Geschwindigkeit definieren. Ich sage, du kannst nicht einmal den Ort genau definieren und dann doch wieder. Es ist der Punkt, aus dem alles entspringt, die komplette Peripherie entspringt. Das ist die XYZ. Super. Super. Und jetzt kriegst du oben vier, denk dir wieder die Kugel, das Bild. Mhm. Oben vier Ecken. Mhm. Nach oben auf den Sinn und unten vier Ecken. Und wenn wir das jetzt spiegeln, kriegst du den Tetraederspiegel. Die Physikbücher sind alle richtig. Mhm. Und jetzt kann es sein, dass dein Intellekt sagt, da komme ich nicht mit, das begreife ich ja nie. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es erst darum, dass du weißt, du bist derjenige, der sich das jetzt ausdenkt. Mhm. Und begeh bitte nicht den Fehler zu sagen, das Wissen ist wichtig und das ist nicht wichtig. Ich sage dir, jegliche Art von Wissen, was in dir auftaucht, ist wichtig, weil das Puzzlestücke sind von unserem Wissen, zumindest wenn du ich bist. Ja. Und das wirst du niemals irgendeinen Gedanken von dir erklären können. Das heißt, darum ist es so unheimlich wichtig, dass du, Geist, der du dir jetzt dieses Gespräch anhörst, zuerst einmal wirklich im tiefsten Innern verstehst, nicht nur begreifst, sondern verstehst, dass du das Einzige bist, was immer ist. Deine ständig wechselnden Informationen sind es nicht, egal an was du denkst. Es ist kein Unterschied, ob jetzt du auf deiner verabredeten Haus anschaust, den Computer anschaust, zur Tür hinschaust, ob du dir jetzt irgendeinen Trockennasen auf den Arm schaust, an deinen eigenen Körper denkst, es kommt und es geht, es kommt und es geht. Du bist der verbindende Parameter für all diese Sachen und du bist immer. Und du kannst dich nicht zu einer Form von dir machen, ohne zwangsläufig dabei in die Vergessenheit zu gehen. Mhm. Ist das so schwer zu verstehen? Ich sage, da musst du jetzt Bewusstsein sein. Und jede Figur, die in dir auftaucht, die das nicht wahrhaben will oder sich dagegen wehrt, ist sowieso bloß ein Gedanke. Der wird sowieso nicht verstehen. Also bemühe dich erst gar nicht. Mhm. Darum kann ich immer nur wiederholen, ich erzähle es denen, der sich die Sachen ausdenkt und nicht irgendeinen Gedanken von dir. Jetzt lassen wir es aber gut sein. Danke, super. Vielen Dank. Ciao. Ich danke. Bis gleich. Bis gleich.